Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute eine kurze Vorstellung zu einer fantastischen neuen Messerserie von Lion Steel Knives. Die habe ich vor nicht allzu langer Zeit bei der Claudia Rudi vom Messerkontor auf dem Instagram-Kanal und auf Facebook entdeckt und habe mich direkt mal gemeldet, ob die Claudia mir nicht mal die Modelle ausleihen möchte für eine kurze Vorstellung auf YouTube. Da hat sie dankenswerterweise sofort Ja gesagt und dementsprechend kann ich euch heute kurz mal die drei verschiedenen Modelle, zumindest in der Version mit den Mikata-Griffschalen, vorstellen. Wie gesagt, die Messer wurden mir leihweise zur Verfügung gestellt. Das, was ich jetzt sage, hat nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Form eine gekaufte Review wäre oder sonst irgendwas. Das ist meine ganz persönliche Meinung, aber wer mich kennt, weiß, ich habe eh eine große, große Liebe für die Lion Steel Slip Joints. Von daher, ja, wartet doch mal einfach ab, was ich zu den Messern zu sagen habe. Kleine Info noch, bevor es losgeht. Das Messer hier werde ich jetzt verhältnismäßig kurz halten, denn ich plane für Freitag ein ausführliches Video. Das werde ich als Premiere anlegen, sodass wir dann alle zusammen auch über das, was wir gerade sehen und was ich euch sage, dann auch im Chat uns unterhalten können. Das ist in der Vergangenheit immer sehr gut angekommen und das würde ich sehr, sehr gerne auch wieder einführen. Also am kommenden Freitag, also den Freitag vor Pfingsten, gibt es dann das Premierenvideo. Ich schätze mal, ich werde das auf 20 Uhr legen, aber das werdet ihr dann in der Vorab-Ankündigung sehen. So, Visitenkärtchen ein bisschen zur Seite. Die Messer kommen im typischen kleinen Lion Steel Karton, nichts Außergewöhnliches. Hier kann man mal wieder sagen, dass das eigentlich auch ganz gut ist, dass die Hersteller wirklich jeden Cent in die Messer stecken und weniger Aufwand betreiben, was die Verpackung angeht. Das ist jetzt die Verpackung vom Jack 3. Die Taschenmesser heißen also tatsächlich Jack, wie Jackknife für Taschenmesser. Sind dann einfach noch in einem einfachen kleinen Plastiktütchen vom Endlosschlauch wahrscheinlich einfach nur abgeschnitten. Und es kommt das übliche kleine Zettelchen dazu mit dem Qualitätszertifikat, die Aktivierung der Garantie, ein bisschen was zur Nutzung und zur Pflege und eine Übersicht über die Stähle, die von Lion Steel verwendet werden. Ganz nett, aber auch nicht weiter der Rede wert. So, kommen wir direkt mal zum Jack 1. Wir machen das natürlich aufsteigend, ist ja klar. Ja, das ist es. Ein wunderschönes, relativ schlankes, vielleicht sogar sehr schlankes Taschenmesser. Beim Pattern bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, es ist angelehnt an Dogleg, vielleicht minimal an Serpentine Jack, also ganz klassische amerikanische Taschenmesser-Pattern. Wir haben Titan-Bolster mit der Achsschraube. Wir haben verschraubte, raue, nicht polierte Mikata-Griffschalen, die einfach fantastisch, sich fantastisch anfühlen. Ich denke mal, es wird OD Green, Olivgrün in unpoliert. Das macht einfach richtig, richtig was her. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich werde gleich zum Vergleich mal die früheren Modelle mit den polierten Griffschalen ranholen. Wie ihr sehen könnt, haben wir eine Clip-Point-Klinge mit Swedge und Long-Pull. Der Klingenstahl ist Böhler M390. Klingenrücken selbstverständlich gerundet, Rückenfeder ist gerundet, Platinen dürften auch aus Titan sein. Und ansonsten war es das im Grunde schon, was man zu den Materialien dieses Taschenmessers sagen kann. Jetzt entscheidet sich alles, gefällt euch das Modell oder gefällt es euch nicht. Für mich persönlich ist es eins der schönsten Messer dieses Jahres, vielleicht sogar 2020 noch mitgenommen. Ich mag die schlanke Form, ich finde es toll in dem Fall, dass es keinen Clip hat. Das ist dann noch ein bisschen näher an der traditionellen Bauweise, die selbstverständlich auch ohne Clip war. Außerdem wäre es hier aufgrund der geschwungenen Form nur relativ schwer möglich, einen anständigen Clip anzubringen. Über diese Schraube wäre es gegangen, allerdings wäre der dann auch ja, schräg über die Griffschale verlaufen, hätte also relativ kurz und relativ schlank sein müssen. Von daher finde ich die Entscheidung, dieses Messer ohne Clip zu bauen, ganz hervorragend. Der Pull der Klinge, würde ich sagen, ist auf dieser Skala, die man bei klassischen Taschenmessern ja öfters mal anlegt, etwa im Bereich einer 5,5, was auffällt. Und das wird beabsichtigt so sein. Wir haben, wie es auch bei Klassikern früher war, keinen Halfstop. Lässt sich jetzt trefflich drüber streiten, ob der Halfstop mittlerweile nicht einfach Standard sein sollte. Ich sehe ihn sehr, sehr gerne. Ich mag es, wenn Taschenmesser ihn haben. Aber er fehlt mir bei diesem Modell nicht.
und wir haben eine Rückenfeder, die sauber einrastet, sobald das Messer geöffnet ist. Also der Walk and Talk, auch beim Schließen, wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Allerdings, das sage ich direkt, das Jack 2 und das Jack 3 klingen noch ein ganz klein bisschen besser. Aber sei mal dahingestellt, hier könnt ihr euch das Messer im geöffneten Zustand einfach mal anschauen. Und wie ich es eben sagte, ich habe ja auch was in dem polierten Mikata von Lion Steel, hier zum Beispiel das Bolus. Hat natürlich auch schon ein bisschen was abbekommen im Laufe der Zeit. Das ist also wirklich ein häufig genutztes Taschenmesser von mir. Auch hier Walk and Talk ganz hervorragend. Direkt mal untereinander, beziehungsweise dann auch mal andersrum gelegt, dann wird es noch ein bisschen deutlicher, dass das Jack 1, was die Länge angeht, doch einiges mehr zu bieten hat als die bisherigen Modelle. Vielleicht das Bestman noch dazu, weil das ja auch die verschraubten Titanbolster hat. Optisch sieht man natürlich die Familienzugehörigkeit und in der Hand und was die Performance angeht, da ist einfach von vornherein klar, dass das ein ganz hervorragendes Taschenmesser ist. Also das war vom ersten Moment, vom ersten Schnitt an, hast du gemerkt, da passt einfach alles. Ja, kommen wir mal zum Jack 2. Ich glaube, dass das in unseren Breitengraden, in unserer Messerszene in Deutschland, ein ganz, ganz, ganz großer Hit sein könnte oder sein wird. Dieses Messerchen bietet nämlich zusätzlich zur Klinge, die wir schon kennen, einen zweiten Layer. Seht ihr hinten die zweite wunderbar gerundete Rückenfeder. Also das macht schon was her. Und zwar, wenn wir das Messer rumdrehen, den Kapselheber. Ja, das ist natürlich was. Wir haben ja in der letzten Zeit einige Messermodelle, die zusätzlichen Kapselheber haben, sei es diese Mini-Fixed wie das Bottle Butcher von Bergblades, das Beer Canoe oder das Beer Scout oder auch hier ein klassisches Taschenmesser, die dann zusätzlich mit dem Tool, mit dem Kapselheber kommen. Gibt es ja in letzter Zeit einige und das Lion Steel, die es so ein bisschen aufnimmt und ein Modell rausbringt, wo die Tools dann im High-End-Stahl sind. Habt ihr das gehört? Ich mache nochmal zu. Das ist großartig, das ist so großartig. Klinge, öffnen wieder ungefähr die gleiche Stärke notwendig. Walk and Talk, tadellos. Und ach, das macht einfach eine riesengroße Laune. Wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in unseren Breitengraden in der deutschen Messerszene ein Riesenerfolg sein könnte. Diese Tools mit Kapselheber, die machen halt richtig Spaß, die bringen einen Mehrwert mit und ja, wenn sie ein eigenständiges Design mitbringen, wie hier das Lion Steel, dann haben sie meiner Meinung nach direkt gewonnen. Aber es gibt das noch als Jack 3, habt ihr eben am Karton schon gesehen, und dieses Modell hat zusätzlich noch den Korkenzieher dabei. Ja, in letzter Zeit ist es so, dass der Korkenzieher gerade bei den Victorinox-Modellen immer mehr in die Kritik geraten ist. Die Leute sagen ganz einfach, ich brauche den Korkenzieher nicht, ich wünsche mir stattdessen den Phillips Head oder sonst irgendwas. Allerdings ist das Lion Steel Jack 3 in dieser Zusammensetzung tatsächlich dann nochmal mit einem Mehrwert behaftet. Wir werden alle nicht jünger, die Vorlieben ändern sich. Viele Leute, die ich kenne, die früher niemals einen Wein angerührt hätten, sind mittlerweile überzeugte Weintrinker. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn ihr den Wein nicht trinkt, ihr sitzt mit Freunden auf der Terrasse beim Grillen jetzt im Sommer und habt dann einfach die Möglichkeit, wenn die Flasche Wein auf den Tisch kommt, zu sagen, hier, komm, ich mach schnell auf. Das hat auch was für sich, definitiv. Ja, das Lion Steel Jack 1 bis 3. Meiner Meinung nach wieder ein großer Wurf von Lion Steel. Die haben hier wieder meiner Meinung nach einen Nerv getroffen mit dem Böhler M390. Er hat mittlerweile ein absoluter Superstahl auch Einzug gehalten bei, ich sag mal, kleineren, einfacheren Taschenmessern. Das ist für mich persönlich auch immer noch ein riesengroßes Argument für diese Teile. Die Form ist toll. Ich liebe die Clip-Point-Klinge mit Swedge und Longpull. Ihr wisst, dass ich da eine ganz besondere Vorliebe habe für dieses Design. Klassische Taschenmesser-Pattern mit modernen Materialien sowieso. Also dieses Ding,
setzt für mich persönlich alle Häkchen, die irgendwie notwendig sind. Und von daher ist das für mich definitiv, definitiv ein Riesenwurf. Und wie ich eben schon sagte, vielleicht vorab schon das Messer 2021 und sagen wir mal einfach das Top-Taschenmesser seit Corona-Ausbruch, was den Bereich Slip-Joints angeht. Ich bin richtig begeistert von dem kleinen Teil. Haut mal in die Kommentare, ob es euch gefällt. Ich hoffe, viele von euch schauen am Freitag rein, wenn wir unsere Live-Premiere machen, dann mit Chat. Ich denke mal, das wird dann so aussehen, dass die Claudia und ich beide online sein werden und eure Fragen gerne beantworten. Das war in der Vergangenheit immer eine tolle Nummer und ich freue mich, wenn möglichst viele von euch dann auch einschalten werden. Fürs Erste euch allen einen schönen Sonntag, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.